Hallo an alle unsere Freunde und Norwegen-Fans. Wir haben das Jahr 2020. Trotz Corona sind wir schon das zweite Mal in diesem Jahr in Norwegen. Wie immer auf Helges Fishing Camp. Die Anlage liegt direkt am Knarrlagsund. Das Camp besteht aus 8 Häusern. 7 Hütten sind für 4 Angler ausgelegt. Ein großes Haus für 8 Personen. Kein großer Luxus, es ist aber alles da, was man sonst benötigt. Was für Angler sehr wichtig ist, inklusive zu jedem Haus gehört ein gutes Gasboil-Aluboot mit mindestens 40 PS Motor. Wasser gut geht, ne? Am ersten Tag fahren wir wie immer auf Seelachs. Der Seelachs beißt am besten bei schlechtem Wetter. Dafür nehmen wir eine Rute, um die 300 Gramm Wurfgewicht, eine kleinere Multirolle, gefüllt mit 30er geflochtener Schnur. Als Vorfach 1 mm starke monofile Schnur, Pilka 300 bis 500 Gramm. Statt Drilling hängen wir einen roten Gummimack rein oder einen Twister mit starken Hacken. Drauf geht oft der Dorsch als Beifang. Über dem Pilka 5 Gummimacks in der Größe 8 bis 10 und nur in Rot. Das Wichtigste, der Abstand zwischen den Haken, mindestens 1 Meter. Das Ganze klingt nicht gerade sportlich, ist aber gut geeignet für diejenigen, die nur ein, zwei Tage zum Angeln haben, zum Beispiel wegen schlechten Wetters. Wenn Olga merkt, dass wir im Fischwarm stehen, knüpft sie sogar 2 Vorfächer zusammen. Dann hat sie aber auch an einem Tag genug von Seelachs. Kein Ende, weißt du. Wie viele Haken hast du da? 10 Haken, 10 Fische, ne? Einer nur. Letzter. Schöner, ne? Okay, heben. Der Jakob war mit seiner Gruppe auch am gleichen Tag auf Seelachs bei Leuchtturm Flesser und was er dabei erlebt hat, wird er wohl lange nicht vergessen. Das ist was Unmögliches da unten. Guck mal. Ich hab den schon. Ja, guck mal. Das ist ein Monster, Mann, oh Mann, теперь за это. Теперь, давай, 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 давай. Ой, бля, ой, смотри, какой хитрик. Guck mal, Вова. Вова, Вова. Яков. Руби, руби. Nein, nein. Руби, Вова. Was haben die Jungs wohl bloß falsch gemacht? Wie man sagt, in der Ruhe liegt die Kraft. Keine Chance. Nach dem Sturm haben uns Johanna und Helge eingeladen zu einer Rundfahrt mit einem 700 PS Schnellboot. Da haben wir natürlich nicht Nein gesagt. Ja, wir machen einen kleinen Ausflug. Hallo! Mach ich! Hallo? Johanne und König von Hitra. Wir fahren nach Island. Ich bin auch dabei. Alle sind da. Na, let's go. Ja, ist das Sula, ja. Wir haben früher Fahnen gehabt. Fahne, weißt du, die EU-Fahne, ja, und ja.
in der Mitte Stinkerfinger. Aber? Ja, die alle Schitter haben gehabt. Ja. Ja. Ja, die wollen nicht. Ja. Das ist nicht so lange, wir sind mal süß. Ja. Hello! Aha, Mausund. Det är så även som cirka en som ligger här. Nej. 200 Leute. Keine Autos hier? Ja? Ja, an der Brücke hast du gesehen. Unterwegs haben wir an einer Lachsfarm angehalten, die wurde in China gebaut und hierher geschleppt. Die norwegischen Lachszüchter haben nämlich ein Problem mit einer Laus, die den Fisch befällt. Die Anlage ist so konstruiert, dass der Fisch in regelmäßigen Abständen tief abgesenkt wird. Dem Lachs macht das nichts aus, die Laus aber stirbt ab. Das System hat sich sehr bewährt. Eine noch größere Anlage ist bereits im Bau und wird demnächst nach Norwegen gebracht. Hier hat einer mal zu viel Kohle geladen gehabt und bei aufkommendem Wind auf Grund gelaufen. Unser Tagesausflug geht langsam zu Ende. Ab morgen wird nur noch geangelt, was das Zeug hält. Gestern hat eine Gruppe von uns eine neue Lenkstelle entdeckt und heute fährt natürlich die ganze Flotte zum Tiefseefischen auf Leng. Bei uns im Team gibt es keine Geheimnisse. Neue Fischgründe werden noch am gleichen Abend an alle mitgeteilt. Hier hilft jeder jedem, so wie es unter Freunden gehört. Besserwisser, Oberlehrer oder Unruhestifter sind bei uns nicht willkommen. Diejenigen, die sich aufregen wegen der Fischmenge, was wir fangen, kann ich auch beruhigen. Wir sind immer mit etwa 35 Mann im Camp und verteilt an alle sind wir gerade so im Limit. Zum Angeln auf Leng nehmen wir eine 30 bis 50 Leps starke Rute, höchstens 2,40 Meter, eine gute große Multirolle, auf die mindestens 500 Meter 0,40er geflochtener raufpasst.
Als Vorfach eine 1,2 mm Monoschnur, nicht schwächer. Als Gewicht einfach ein Blei 500 bis 1000 Gramm ohne Haken wegen Hänger. Jetzt kommt das Wichtigste. Über dem Blei werden drei große und starke Haken in die Seitenarme eingehängt. Der Abstand zwischen den Haken 1,5 Meter. Über dem Haken ein Oktopus. Auf jeden Haken kommen zwei kleine Würfel Seelachs oder Makrele. Auf keinen Fall als Köder ganze Fische mit Draht oder Kabelbinder an der Montage festbinden. Glaubt mir, damit fängt ihr keine größere Längs und der Erfolg gibt uns recht. So, jetzt will ich versuchen, Georg, zeig mal einen Fisch zu landen. Ich habe es ja nicht geschafft. Meinst du? Naja, jetzt habe ich wieder meinen Rekord geschlagen, oder was? Okay, weißt du. Aber ein weiterer Link, genauso gut. Komm, komm, streng dich an. Passt gar nicht rein. Jetzt mach ich mal nach unten. So. So, glücklicher Angler. Lächel mal in die Kamera. So. Wir sind heute wieder auf Länge rausgefahren. Georg hat auch einen riesen Buschi gefangen. Was holt er denn da ran? Das ist jetzt meiner, den habe ich auch rangeholt. So. Und hier ist der glückliche Angler. Hier, guck mal. Ja, das ist ein Riesenfisch. Weiter an Land. So, wo ist der zweite? Das ist ein Bock. Ja, Riesentier. Schöner. Sigmund, der absolute Profi in Sachen Pollackangel, dem bin ich auch sehr dankbar, dass ich vor Jahren in seinem Boot als Schüler ein Tag sein dürfte.
Der Arthur bei seinem täglichen Ritual, der ist das erste Mal in Norwegen und wie es aussieht, auch nicht das letzte Mal. Oschi. Das war eine Aktion, ne? Ja, in die Kamera lächeln. So, und wieder mal Georg an der Reihe. Lass uns mal überraschen, was da hochkommt. Siehst du schon was? Mhm. Und? Das ist schon ein voller Blitz. Oh ja, dann sehe ich aber auch. Oh, das ist wirklich gut. Ja, super. Super schön. Klasse. So. Jetzt hat Georg was an der Angel. Heute ist bombig. Schönes Wetter, Sonne, Hitze und der Fisch, der beißt. Ein Dorsch? Naja, ein guter Dorsch, guck mal. Ja, schön. Klasse. Ich möchte nochmal erwähnen das Vorfach beim Angeln auf Läng mit 3 Haken. Bei dieser Menge an Längs, was ich mit Olga dieses Mal gefangen habe,
haben wir überwiegend Dubletten gehabt. Olgas Dublette da. Gleich zwei. Hier der zweite. Zwei Riesenteile da. Schaffst du? Die Friedel seine Truppe. Ja. Jawohl. Hier. Olga. Dieses Mal hat Olga wieder alle geschlagen, hier mit ihrem 37 Kilo Länge. Und ein Tag später der Hammer, ein 38,5 Kilo Länge. Das ist, glaube ich, der absolute Hitra-Rekord. Olgas Rotbarsch mit 4,2 Kilo ist auch rekordverdächtig. So, jetzt angelt Georg weiterhin in Länge, wieder zwei große. Jetzt werden wir sie gleich landen. Eins. So, da unten liege ich schon. Zwei, das ist der vierte. So, weiter. Ups. Na, Muckis, Muckis, Muckis. So, super. So, jetzt ein glücklicher Angler und sein Fang. Alles Riesen-Oschis. Alles, alle vier. So, jetzt nochmal die Kamera lächeln. Unser Angelurlaub geht langsam zu Ende. Heute Abend wird alles gewaschen, eingepackt, aufgeräumt. Alle sind glücklich und zufrieden. Wir haben viel Spaß gehabt. Das Wichtigste aber, wie immer, wir hatten ein super Team. Bis zum nächsten Mal, Jungs und Mädchen.